Ein wunderschönes Hallo bei einem, ja, weiteren kleinen Rätselspiel von Dedelic, wie man es eben sehen konnte. Franz Kafka, The Video Game. Ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Ich finde die Idee erst mal interessant. Die gesamte Thematik Franz Kafka finde ich interessant. Wir schalten hier mal auf Russisch, genau. Ich weiß nur nicht, wie es umgesetzt wurde und auch das Spielgenre an sich. Ich denke, es wird so ein Rätsel-Point-and-Click-Wimmelbild-mäßiges Spiel sein. Müssen wir mal schauen. Mit The Room und The Room 2 haben wir ja schon mal was in der Richtung gespielt. Ich muss mal gucken, wie ich mich hier anstelle. Ich weiß gerade gar nicht. Ah, es geht nur aus. Es ist relativ reduziert. Es gibt kaum Einstellungen und es gibt auch schon ein, zwei Bugs, die ich gefunden habe. Müssen wir mal schauen, dass das nicht überhand nimmt und dass das trotzdem hier irgendwie klappt. Ich drück mal, vermutlich müssen wir auf diesen großen Knopf drücken, sonst gibt es hier nichts zu machen. Drücken wir mal drauf und schauen, was uns hier erwartet. Ah, hier ist jetzt das Menü oder was? Oh. Ja, das ist ja super. Das war komplett sinnlos. Wofür ist das? Also hier sind wir jetzt scheinbar doch schon im Spiel, wenn ich das richtig verstehe. Vor ein paar Tagen kam ein Fremder in die Stadt. Er bezog das Apartment über dem Fleischerladen. Da haben wir den Mietling. Der Name des Fremden lautet K. Er ist ein Psychotherapeut, der sich auf die Behandlung von Phobien und Depressionen spezialisiert hat. Ah ja. Er hatte eine Liebste zurückgelassen, Felice. Ihren Eltern gefiel ihre Partnerwahl nicht, denn K ist arm und kann ihr keine anständige Hochzeit bieten. Ja, natürlich haben wir es ja in Deutsch gestaltet, ne? Akt 1, Country Doctor. Akt 1, ein Landarzt. Ah, da steht es mir immerhin drunter. Nun gut. Ich weiß jetzt gar nicht, an was es angelehnt ist tatsächlich, aber wir werden sehen, ob jetzt an der Biografie Franz Kafkas oder aber an den Büchern Franz Kafkas. Böhmen, 1924. Ein Zeppelin. Zwei Zeppelin. Und wie gesagt, also ich weiß nicht, woran es angelegt ist. Käfer lassen ja schon mal ein bisschen was vermuten. Können wir hier auch was anderes machen, außer die Tür auf? Ne, wir müssen die Tür aufmachen. Ah ja. Doktor, bevor ich bin verzweifelt. Ich werde seit meiner Kindheit von schlimmen Albträumen geplagt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie sind meine letzte Hoffnung. Die Albträume? Nein. Seien Sie unbesorgt, ich wende meine fortschrittlichste Behandlungsmethode an. Hypnose. Albträume werden Sie nie wieder heimsuchen. Ah ja, und schon geht's los mit der Hypnose. Naja, klar, ne? Also, geht zum Arzt. Ja, Hypnose, auf geht's. Bilder in den Köpfen der Patienten nehmen bizarre Formen an, aber sie werden mich nicht ablenken. Warum ist er jetzt im Kopf von der Patientin? Entschuldigen Sie, mein Herr. Haben Sie mein Kaninchen gesehen? Es ist fortgelaufen und versteckt sich nun in diesem düsteren Ort. Ich denke mal, das ist sie in ihren Kindertagen, deshalb. Ich fürchte mich hier sehr, aber noch mehr Angst machen wir an die Alten. Sie bestrafen mich, wenn ich mein Kaninchen nicht finde. Naja, fürs Abendessen muss ja auch gesorgt sein, ne? Also wenn das Kaninchen weg ist, wäre blöd. Oh. Ah ja. Sie ist also etwas helle. Das ist nicht das Kaninchen. Errare humanum est. Okay. Okay, das können wir auch nur hoch und runter. Ich dachte... Aha. Okay, was soll man hier überhaupt tun?
Wir sollen vermutlich irgendwas finden, ne? Ja. Ah. Na, das hat jetzt Mords gebracht, dass er diese 2 Meter nach vorne gelaufen ist. Machen die Schatten irgendwas anders? Nee, nicht wirklich. Da haben wir doch 15.000 Mal drauf gedrückt, dachte ich. Kann er jetzt da hingehen? Nein. Ja, es ist also ein Wimmelbild Point-and-Click-mäßig, so wie ich es vermutet hatte. Aber ich weiß nicht, was mir das Ganze hier sagen soll. Das Zahnrad da hinten können wir nicht bewegen. Ich dachte, wir können hier einfach den Weg frei machen und dann da hinten rein. Hier. Aber er bewegt sich nicht. Das ist ja sehr... Das geht ja schon mal auf jeden Fall sehr, sehr gut los. Da ist der Herzschlag wieder. Ja, wir haben nur diesen komischen Vogel da freigelassen. Und das war's dann. Oder was? Was haben wir denn hier? Wir brauchen einen Hase. Ah ja. Eine Zeit, die abläuft. Die läuft kontinuierlich ab. Müssen wir jetzt noch 1 Minute rumwarten? Nein. Das Herz klopfen. Hm. Ah. Da hat sich doch was verändert. Ach. Ah, okay. Ja gut, das war jetzt tatsächlich eher Zufall. Das ist es. Die Ursache ihrer Probleme liegt in einem traumatischen Erlebnis aus ihrer Kindheit. Aber nun wird alles gut werden. Wow, ich danke Ihnen, Doktor. Ich kann Ihnen kaum sagen, wie dankbar ich bin dafür. Hä? Das war doch keine Therapie. Der hat ja nur gesagt, wo das Problem liegt. Das wusste sie ja eigentlich auch schon selber, oder nicht? Hallo, Hund. Nun, was soll es das bedeuten, des Pudels Kern? Ein QR-Code, ernsthaft? Das ist eigentlich cool. Ich hoffe nur jetzt, dass ich nicht irgendeinen QR-Code hier einscannen muss. So sieht das fast am sinnigsten aus. Aber das ist ja auch schon fertig hier, das da. Nein. Ah, oder, hä? Ist der QR-Code... Der ist scheinbar egal, wir müssen hier einen Weg finden. Denk ich mal. Das sieht doch sinnvoll aus. Dann kommen wir da durch. Und dann von da nach... Nee, nicht nach da. So. Ja. Aber das war ja ein QR-Code. Kann man den einscannen? Es sieht aus wie eine Einladung. Ich bin nicht sicher, aber ich denke, es wird sich lohnen, den Autor des mysteriösen Briefs zu treffen. Ja, natürlich. Da muss ich irgendwann nochmal ausprobieren, in den Code tatsächlich einzuscannen. Das wäre interessant. Wir spielen Scrabble, Mensch, ärger dich nicht, Schach, Risiko oder was? Wenn ich alles richtig verstanden habe und ich habe alles richtig verstanden, dann ist der Treffpunkt im Brief markiert.
Ja. Hier läuft die Lebzeit runter, okay. Nun muss ich nur noch dorthin gehen. Aha. Das wird ja vermutlich gescriptet sein, dass wir hier würfeln können. Ein Pferdewagen blockiert die Straße. Ich muss nach einem Umweg suchen. Ja. Ah ja, jetzt können wir das hier auch anklicken. Die hüpfen aber nur hoch. Bewegt der sich, der bewegt sich auch. Rush. Bis. Rush. Pinsel. Ja. Da haben wir einen Umweg. Sehr gut. 5. Schade. Und weiter geht's. Es ist auf jeden Fall schon mal relativ verstörend. Wobei das hier ja alles noch geht. Ja, genau. Gute Idee. Ich werde eine kleine Pause in meinem Stadtcafé machen. Hammerzucker irgendwo? Nein, nein, ich bin nicht in Eile. Noch ein Kaffee, bitte. Ja, gut, dann trinken wir erst einen Kaffee. Hüpft mal hoch. Ich dachte, wir müssen jetzt irgendwas finden, was nach Zucker aussieht. Nein, nein, ich bin nicht in Eile. Noch ein Kaffee, bitte. Ja, gut, dann schmeiß mir den Hund rein. Geht auch nicht. Dann nimm doch den Kaffee, wenn du ihn haben möchtest. Warum denn nicht? Sugar. Ich kann das halt nicht bewegen. Hier habe ich keine weiteren Hints. Oh. Was passiert in 10, 9, 8, 7, 6, 5? Ja. Ah, jetzt raff ich das. Entschuldigung, ja, okay. Oh, das haben wir ja tatsächlich schon. Diesen Hint. Wir müssen vermutlich den Kaffee trinken. Sagt auch das Pferdchen. Aber da kommen wir nicht ran. Der hüpft nur so komisch hoch. Mal nochmal. Nein, nein. Ja, ja. Dann nimm ihn doch, wenn du ihn haben möchtest, diesen Kaffee. Ich will hier irgendwie Zucker schreiben oder Brause, geht auch nicht. Für Sugar fehlt uns das G. Die Männchen sagen einem halt nichts. Das ist ein doofes Spiel. Ah! Ja, das bringt uns auch nichts. Schade. Eha, irgendwie haben wir ja den schon den Pinsel geschafft. Ja. Ne? Ja. Die Männchen schieben sich nur hin und her. Das ist merkwürdig. Monopoly. Da können wir auch nichts mitmachen, ne? Nein. Können wir hier irgendetwas aufklappen? Ich denke ja, er braucht noch Zucker. Irgendwie denke ich mal, er braucht noch Zucker. 4, 3, 2, 1 und hoppla. Ernsthaft. Was sollen wir denn damit machen? Oder jetzt weiter? Nee. Ja, das fährt doch nur raus.
Was ist das denn für ein so ein Hinweis? Ach, das ist doch jetzt witzlos. Komm, wenn es so wenig Hinweise gibt, also ist überhaupt nicht. Die hüpfen alle nur hoch. Umschütten geht auch nicht. Und mit dem Wagen kann man... Ja, es ist ja leider eigentlich logisch. Was ist das in meiner Tasse? Aber ich saß wohl zu lange in diesem Café. Ich muss nun weiter. Naja, dann haben wir einen Würfel, Zuckerwürfel, tatsächlich in den Kaffee schmeißen können. Ich glaube, man muss hier um ein, zwei Ecken denken. Wäre eigentlich zumindest schön. Wir haben Tauben. Hallo Tauben. Und was nun? Es ist niemand hier. Anscheinend habe ich mich geirrt. Aber du hast doch alles richtig verstanden, dachte ich. Die Tauben. Guten Tag. Bitte verzeihen Sie die seltsame Einladung, aber ich bin ein Charakter aus einer ganz anderen Geschichte, also vermeide ich das Rampenlicht. Ich wollte mich mit Ihnen treffen, da ich beauftragt wurde, Sie zu informieren, dass Sie eingeladen wurden, in Castlock Corp zu arbeiten. In Amerika. Moment, ich verstehe nicht, wovon Sie reden. Was soll das heißen? Ich höre zum ersten Mal von irgendeinem Castlock. Die Firma weiß bereits von ihren finanziellen Schwierigkeiten und von ihrer Verlobten. Beides sehr schlimme Dinge. Castlock Corp will all ihre Probleme lösen. Vor allem die mit der Verlobten. Das ist alles vollkommen lächerlich. Ich gehe besser wieder. Auf Wiedersehen. Keine Sorge, es wurde bereits alles für Sie entschieden. Sie können nicht ablehnen. Die Verlobte ist schon tot. Sie jetzt auch. Spiel zu Ende. Okay. Ein nächstes Theaterstück. Wie bin ich hierher gekommen? Ich habe das seltsame Gefühl, dass ich hypnotisiert wurde. Vielleicht hat er das im Spiel ausprobiert. Das wäre nicht sehr sinnvoll. Ich muss die Probleme meines Unbewusstseins lösen, damit ich aufwachen kann. Ich dachte Unterbewusstsein. Ja gut, dann lösen wir einfach mal schnell seine Probleme. Diese seltsame mechanische Kanone ist nicht geladen. Ich muss die Munition finden. Okay, danke. Genau. Ich schaue gerade, ob es hier irgendwo noch einen Hinweis gibt. Ja. Weil einfach so... Diese Kohle umzudrehen bringt ja nicht sehr viel. Wir haben überall tatsächlich die Formen. Bei dem Vieh haben wir überall Dreiecke, wir haben auch dieses Ding im Maul, wir haben die Xe als dieses Stacheldraht. Aber es gibt halt zu viele Kombinationen, das ist ein bisschen blöd. Da hinten das Monster erlegen, ne? Ja. Ja, die Munition. Gibt's schon einen Hinweis? Nein, erst eine Minute müssen wir hier rumsuchen. Achso, nein, das wollte ich doch gar nicht. Ja, ich weiß, dass da keine Munition drin ist. Kannst du in deinem Rucksack gucken oder. Nein, kann er nicht. Das ist ja merkwürdig.
äußerst merkwürdig. Naja, dann müssen wir jetzt mal kurz rumprobieren. Ich sehe noch keine Hinweise, das ist blöd. Aber es sind ja auch nur noch 30 Sekunden. Wir wissen auf jeden Fall in der nächsten Folge Bescheid. Zumindest haben wir dann einen Hinweis. Also, vielen Dank fürs Schauen, euer Kaffaun.